Ja, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Factorio Let's Plays. Und ja, mir ist mit Erschrecken aufgefallen, dass wir hier einen kleinen Fehler begangen haben. Jetzt muss ich gucken, hat man das hier unten schon? Nein. Doch hier. Dann machen wir den mal weg, weil wenn hier dieser einlagernden oder auslagernden Greifarme. Hier links haben die Platz. Kann ich kurz mal demonstrieren. Hier haben sie Platz, aber hier drüben fehlt halt genau ein Platz. Deswegen werden wir das hier einfach einen weiter hinter setzen und das mit den anderen hier auch tun. Und dann passt das nämlich richtig gut. So, und es ist trotzdem noch drinnen im Einzugsbereich. Und dann können wir dieses Ganze hier jetzt ist das natürlich hier. Ja, müssen wir dann das nächste Mal. Warte mal, ich mache dann noch ein bisschen Licht dran. Licht muss auch sein. Frage, wie Licht? Einmal da, einmal da. Und machen wir das einmal so. Jo, perfekt. Und jetzt können wir das nämlich hier unten so einfach dran klatschen oder auch hier an die Seite und somit unseren Park immer weiter erweitern. Ja. Da ich die Folge aufnehme, bevor die letzte ja, online kam, kann ich natürlich noch nicht auf eure Vorschläge jetzt gerade eingehen. Ich werde jetzt hier einfach, wenn es möglich ist, und es ist es, die Abwehr weiter ausbauen. Das ist, denke ich mal, ganz sinnvoll, dass ich das jetzt tue. Und so kann ich dann später auf eure Vorschläge eingehen, wo wir uns hier ausweiten könnten. So, ich glaube, das Stromproblem war noch so ein Thema. 2,6 Gigabyte. Und wir haben 155 und brauchen davon 48. Also 3 könnten wir auf jeden Fall noch bauen. Ist die Frage, ja, hier unten. Zack. Machen wir uns hier einen, weil ich glaube, die lasse ich doch auch schon bauen, oder? Was sagt hier der gute, ein Objekt fehlt? Machen wir das da hin und gucken mal, ob das jetzt schon automatisiert gebaut wird. Das wäre schon recht hilfreich. Nein, wird's noch nicht. Dann tun wir das doch mal. Ich brauche hier dieselben wie da. Na dann. Zeigt doch mal, was ihr hier könnt. Und hier unten mache ich einfach das so. Dann sollte das eigentlich funktionieren, würde ich mal behaupten, dass auch dieser Part geschlossen wird. Machen wir 50, haben wir ein bisschen Vorrat. Da ist alles gut. So. Genau, so, soll es mal loslegen.
Schöne Musik. Schön spacig. So, zack, nächsten ran. Baut meine Flieger, baut. So. Haben wir eigentlich, um das Ganze hier weiter hier oben zu automatisieren eigentlich. Das sind die roten, ne? Ich würde das natürlich interessant finden, wenn es gleich die blauen wären. Die ganz schnellen. Zack. Ordnung muss sein. So, das bedeutet, die blauen Fließbänder müssen hier drüben produziert werden. Und zwar angegriffen da oben. Genau dort, wo wir die Verteidigung noch nicht so weit haben, oder? Ja, doch, da stehen welche, aber könnte mehr sein. Aber wir wollen uns hier um die blauen Fließbänder jetzt kümmern. Was ist mit dem hier? Egal, 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 egal. Verwandle ich das Leuchte in Petroleum. Das Petroleum auch bald voll. Okay. Gut. Hier möchte ich gerne, dass ich diese blauen... Habe ich noch nicht erforscht. Warum das denn? Weil die Drohnen wahrscheinlich ausgelastet sind. Wo haben wir sie? Aber jetzt sollen sie hier loslegen. Weil da möchte ich sehr gerne, dass die blauen da schon genommen werden dafür. Das geht nicht an, dass ich das hier so schleifen lasse. Und da kann ich schon was tun, nämlich die Teiler, die ich dann auch in Masse brauche, schon mal anfangen zu produzieren. Jedenfalls die gelben und die roten. Das könnte ich schon mal tun. So. Die Frage, habe ich das irgendwo hier schon automatisiert? Nein. Oder waren es schon? Egal. So. Zack. 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 Und wiederum zwei von denen. Rote, nee, Kupferbänder haben wir hier nicht, Datenkabel. Zack, einmal da. Das wäre dann hier dieser. Und hier möchte ich, dass er diesen produziert. Da unten ist geschützt, das ist alles okay. So, weiter geht's. Davon zwei. Dann können wir hier was ein eigentlich mal bauen. Und einen schnellen, den auch noch zur Not. Aktive Anbieterkiste. Macht mal, Leute. Und hier sind schon mal drei. So, und das Ganze hier drüben sind auch nochmal drei. So. Schön, schön, schön. So, das heißt, hier kommen die Grünen hin, wieder in 100. Eisenplatten auch 100. Und
die normalen langsamen Fließbänder. Machen wir auch 100. Sollen hier gefüllt werden. So. Machen wir hier einfach mal 50. Und dann muss ich mal darüber laufen, weil irgendwie da doch ein größerer Angriff lief. Wo kamen denn die hier schon wieder her? Ich habe doch erst hier einen Angriff gestartet gehabt. Was soll denn der Dreck? Waren das echt die hier? Oder schon die hier? Ja, da flatter ich natürlich schon dran mit der Umweltverschmutzung. Es ist doch unfassbar, ey. So. Machen wir hier mal weiter mit dem ganzen Baboa. So, hier kommen dann die Roten, da auch 50 gerne davon. Und wir brauchen hier diese 50. Mag sein, dass die reichen. Zahnräder machen wir 100. Grüne 100. Und hier, da wird die wirklich nur dafür brauchen, will ich hier einen ordentlichen Puffer haben. Hier unter 50, 150, genau. So, jetzt werden zumindest bis die Roten erstmal hier weit alles produziert. Wir haben wieder Lasertürme, wir können hier oben wieder weitergehen. Wie sieht es überhaupt mit dem Strom aus? 2,1, 2,0, das dürfte ausreichen. So. Weiter geht's im Gesangsverein. Okay, dann machen wir also einfach nur gerade rüber, würde ich fast sagen. Den Fall reparieren wir. So viel Zeit habe ich dann auch noch. Reparieren. So. Gut, 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 gut. Ein Gigabyte und ist praktisch kein Akku verbunden. Sehr schön. Ich habe ein Gigajoule als Reserve. Das gefällt mir sehr gut. Muss ich echt sagen, das gefällt mir gut. Klauen sind echt das Problem, weil die hier wieder an den Roten sich stören und die Roten schon sich an den Grünen. Yippie! Es ist doch immer wieder das Drohnenproblem. 701 mittlerweile und die packen es einfach nicht. Das ist echt enorm. Ist eigentlich. Nee, mit 10 Megawatt. Ach, weil ich hier die Akkus auflade. Okay, genehmigt, alles klar. Lass ich gelten, lass ich gelten. So, nur hier oben, das muss ich dann halt abändern, alles in blaue Fließbänder. Und dann sollte das eigentlich alles ganz okay sein. Schön, schön.
Gut, wie gesagt, ich bin gespannt auf eure Vorschläge, wo wir uns ausbreiten wollen. Oder, ja, in welche Richtung zum. Also im Moment Ressourcenprobleme haben wir nicht. Weil Kupfer, Eisen hier unten, Eisenerz, riesen Kupferfeld. Ja, das Eisenfeld ist erst angefangen. Also, wie gesagt, hier drüben ist ein bisschen Öl, da wäre die Richtung zum Öl. Öl haben wir aber auch im Moment noch nicht das Problem. Hier oben ist ein Kohlefeld, ein großes. Wobei hier auch eins ist, also dürfte von daher gesehen auch nicht das Riesenproblem sein. Aber nur das Öl da links, ansonsten sehe ich hier gerade kein Öl, oder? Jedenfalls nicht auf Anhieb. Das bedeutet, irgendwann wäre der Ausflug zu dem Ölfeld unbedingt nötig. Aber im Moment geht's noch. Das heißt, meine Idee wäre, wie gesagt, hier oben, hier wo ich gerade mit meiner Maus lang fahre, den großen Hauptbahnhof hinzubauen. Und dann per Zug eben die Ressourcen ranzuschaffen, umzuladen und dann in die entsprechenden ja, Bereiche zu bringen. Zum Beispiel externe Schmelzanlage, wo das Rohmetall hinkommt und die Platten zurückkommen und solche Geschichten. Das wäre so meine Idee, die ich dann umsetzen möchte. Nach und nach natürlich. So, dass die Drohnen hier ein bisschen entlastet sind. Aber das kann ich auch noch ändern, die Meinung. Das ist. Ja, mal gucken. So, wir haben wieder vier von den Laser-Trümmen. Das ist auch ganz praktisch, weil dann können wir hier weitergehen. Wie weit müssen wir hier rüber, bevor wir. Ja, bis zu der Ecke hier. Und hier können wir dann hoch. Hier kommen sie ja ständig an, habe ich das Gefühl. Ich frage mich dort aber echt, woher die kommen. Muss hier das sein? Oder hier? Andere Felder gibt es ja noch nicht. Also auch ein Ausritt dorthin wäre dann vielleicht gar nicht mal so verkehrt, das kleine Nest da zu übernehmen. Aber was habe ich noch? Also Speed-Module, so rum war der Name. Habe ich jetzt noch nicht wieder. Ich habe diese Folge den Strom ein bisschen erhöht, den Akku ein bisschen erhöht, der jetzt wieder voll ist und trotzdem braucht es noch die 10 Watt. Aber es ab, alles klar. Und weil Angriff. Schaffen es echt nicht schnell genug. Hier liegt genug da, aber es sind zu wenig Drohnen, um das da hinzubringen. Eieieiei. Was brauche ich denn für die Speed-3-Module? Die habe ich A noch nicht mal erforscht. Gut. Es hängt wieder mal an allem. Kaum stelle ich die Forschung an, die ich aber brauche für die schnellen Fließbänder. Ach je, die sind völlig voll. Wie sieht es hier mit meinem Kohleförderrohr aus? Soweit eigentlich ganz okay. Auch hier soweit okay. Der macht auch vor sich hin. Das gefällt mir. Und wir haben schon wieder zwei.
Also nach und nach wird's, wenn wir die Grenzen hier komplett abgesichert haben, wollen wir uns um die schon gar nicht mehr kümmern. Wieder mal etwas mehr Entspannung und Ruhe hier in dem Spiel. Wir können uns ganz auf die Optimierung und so ja, konzentrieren. Das wird einfach nur so ein Puff und weg ist das. Das ist übel. Das ist richtig übel. Die liefern ja fast die 100 an, aber das reicht nicht. Das wird einfach verpufft. Uiuiuiuiui. Ich setze hier mal die Lampe um. Ach, hier? Gesetzt habe ich jetzt keine, okay. Und füge ich hier noch was hinzu. Ganz einfach in der Hoffnung, da sind ja jetzt auch nochmal 100 angefordert, dass hier jetzt noch mehr die Kupferkabel dort hochbringen und hier wirklich mal volle Wulle durchgearbeitet wird. Dadurch die Schlagkraft oder die Produktivität noch erhöht wird. 1300 und 1200 verbrauche ich sofort eigentlich. Irgendwie war es das auch noch nicht so richtig, aber wie gesagt, sobald wir hier das hier vielleicht nochmal kopiert haben. Obwohl das ja wie gesagt nicht mal das Problem ist. Der ballert die ja durch. Wir haben bloß nicht schnell genug abgeholt. Also bringt mir im Prinzip noch nicht einmal. Noch nicht einmal eine Erweiterung dessen eine Lösung. Ist ein interessantes Problem. Ist wirklich ein interessantes Problem. Ich glaube auch durch die Forschung momentan hakt das so komplett aus. Und ich muss mal gucken, ob ich das hier manuell beschleunigen kann. Ja. Beschleunigen. Oh. Oh. Nehmen wir hier mal die roten raus. Kloppen die hier einfach mal an. In der Hoffnung, das reicht hier vielleicht jetzt schon aus, um Logistik 3 abzuschließen, um die blauen Fließbänder dann in Ruhe nebenbei produzieren zu können. Wäre jedenfalls schick schick. Eigentlich gar nicht so viel geschafft. Ein bisschen Mauer weitergebaut, ein bisschen Strom, ein bisschen Akku. Das war's. Ach, ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Aber apropos Strom, wir haben wieder 4. Also Akku und Abwehr. Und da kommen sie wieder geflogen. Und das mal wusch gemacht. Die Ecke müssen wir dann noch mitnehmen, ein bisschen ist noch. Dann kann ich den Bereich hier oben eigentlich komplett wegreißen.
Ja, gucken wir noch mal ganz unten, wo jetzt gerade der Angriff ist, wie da das erste, quasi mit erste Eisenfeld aussieht. Noch kommt es ja eigentlich gut gefüllt hoch, das Band. Aber ich gucke trotzdem mal gerne. Das ist noch vollkommen voll, okay. Das nehmen wir mal weg. Ist leer gelaufen, brauchen wir nicht mehr. So. Schon sieht das doch wieder optimiert aus. 272 ist auch bald leer gelaufen, kann sagen. Jetzt kann ich doch nochmal hier gucken, das sieht ja jetzt besser aus hier. Das ist das Wissen das Problem, oder was? Leute. Jetzt nicht wahr. Wollen wir das hier weg machen, dafür Eisen rein. So. Ach, dieses Austarieren von den Betrieben ist manchmal so eine knifflige Sache. Schauen wir nochmal in die Produktion rein, wie es aussieht. Auf 10 Minuten gesehen. Eins, drei. Es ist ein bisschen mehr geworden, das muss ich jetzt bloß halten auf dem Niveau. Aber gucken wir mal auf die Produktion. 10 Stunden haben wir schon gespielt. Ja, das sind etwas über 10 Stunden jetzt hier mittlerweile. Wir haben 400.000 Eisenplatten bisher, 165 Kupferplatten und 67.000 Schallplatten, also cool. Boom. Da läuft schon ein bisschen was. So, ich denke mal, das ganze Eisen und so sollte jetzt langsam durchlaufen, genauso wie die Wissensproduktion hier, die ist gerade. Nee, die hat noch. Also wir kriegen das hin in Logistik 3. Dann können wir die blauen Fließbänder produzieren. Ist komplett leer gelaufen. Einfach mal alles. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich werde auch hier mal, wohl ist das jetzt wirklich das, wo ich das brauche. Bei den Zahnrädern eher, oder? Da lassen wir auch 100 anliefern, ja. Das könnte eben das nächste Problem werden, die Zahnräder. Aber ich glaube, darum kümmere ich mich in der nächsten Folge. Jetzt mache ich noch eine Erweiterung da oben von den Laserturmverteidigungen. Wird ja auch dort angegriffen, wieder einmal. Bin ich auch froh, wenn ich die dann abgesichert habe. Das kann ich euch aber sagen. So. Das kommt jetzt mal weg hier. Dafür kommt das hin. Und ich weiß, du brauchst den, aber die kommen ja gerade geflogen. Wir fliegen jetzt erstmal ins Lager und vom Lager fließen die da wieder hin. Gut, ich habe jetzt die schnellen Fließbänder. Das ist nochmal ein schöner Abschluss der Folge, wieder eine Wissenschaft mehr. Wir haben hier unsere Abwehr weiter erweitert. Wir haben den Strom verbessert, die Akkulaufzeit verbessert. Wir haben jetzt ein Gigajoule Reserve hinten dran. Also ich finde, es läuft weiterhin ziemlich gut. Jetzt lassen wir uns in Ruhe, so dass wir unser Drohnenproblem hier weiter Herr werden können. 707. Naja, wir haben die Bauroboter überholt, 708. Aber es reicht halt immer noch nicht aus. Es ist zu wenig.
Eieieiei. Na gut, ich würde sagen, das war wieder eine recht produktive Folge. Und ich bin gespannt auf eure Ideen, wie ich jetzt weiter vorgehen will, wie die Erweiterungen der Basis gut sind. Ich werde sie mir auf jeden Fall alle durchlesen und euch dann natürlich auch meinen Weg oder den Weg von euch, den ich mir ausgewählt habe, präsentieren. Also ihr könnt sehr gerne eure Meinungen, Ideen, Vorschläge hier mit reinbringen. Versucht die dann natürlich umzusetzen. Ja, in dem Sinne mal eine pünktliche Folge fast. In diesem Sinne, bis denn dann, euer Abrisos.